So ho, willkommen zu meinem neuen Projekt. Es ist SmackDown vs. Raw 2009. Wir werden hier gleich nochmal zu Road to WrestleMania hinfahren und wir haben ja schon die Mysterio und Batista Storyline in ein Together gemacht. Und hier haben wir fünf andere Storylines. Die John Cena Storyline habe ich schon für was ein bisschen Besonderes geplant, aber auch nicht so besonders. Und jetzt die anderen vier, Triple H Kennis, das ist leider nicht blind. Die restlichen sind blind. Ich werde aber CM Punk nehmen, weil CM Punk gerade ein Wrestler ist, der für ganz so viel Gesprächsstoff sorgt. Ja, also nehme ich sie mal. Die Ladezeiten sind hier auch ein bisschen sehr arg. Smoke, I don't do drugs. My addiction is wrestling. With no toxins and no distractions, I've been able to make an impact in World Wrestling Entertainment. But I still want to go farther. I have a feeling it won't be an easy path. I welcome the bumps on my road to WrestleMania. Cool. Also sowas vermisse ich gerade irgendwie so bei den jetzigen SmackDown vs. Raw spielen, beziehungsweise bei 2011. Bei 2010 war es halt immer dasselbe Intro, aber so ein einzigartiges Intro finde ich schon geiler. CM Punk war auf Kur eher der gute Face. Bis 2009? Ja, bis 2009. Dann wurde er böse und um Längen besser. The best young superstars in sports entertainment squaring off in what's sure to be a classic match. Ah, okay. Wir haben hier mit Starten, Option, also eine Spieloption hier. Schwierigkeitsgrad bleibt normal und Titel ja, Bestätigung. Weiß gar nicht, was es ist. Einzug ja, Außersystem. Ich nehme es nicht. Ich nehme es erstmal nicht. Wenn ihr das beim nächsten Let's Play wollt, dann können wir das gern machen. Speichern. Erstellt mal so. Sag mal was zum Ausdauersystem. Das Ausdauersystem ist so gemacht, dass jeder Move einen Grad der Ausdauer kostet. Weil man halt so ein Powerhouse-Move wie eine Powerbomb macht und wenig Ausdauer besitzt, dann schafft man die einfach nicht. Dann versucht die den Superbaum zu heben, aber krieg's eben nicht gebacken. Das ist einfach alles. CM Punk gegen Jeff Hardy. Oh, wie geil. Dieses Match war 2009 eins der coolsten Matches, wie ich fand. Deswegen, weil CM Punk hat Jeff Hardy den World Title gekostet, als er ihn dann als Jeff gegen Edge gewonnen hat, kam man CM Punk und hat den Money in the Bank eingekasht gegen Jeff Hardy. Und ist dann nicht Heel sofort geturnt, aber nach der Zeit, nach so zwei Wochen war dann endgültig Heel. Und dann, ja, richtig geil, CM Punk dann also. Als Face ist er für mich ein bisschen farblos. Weiß auch nicht. Und hier kann man sogar noch ein bisschen sehen, dass man hier so die Gliedmaßen bearbeiten kann. Und ja, ich finde das eigentlich, das war eigentlich geil gemacht eben mit den Gliedmaßen. Dass man so, wenn man auf dem Bein oder Kopf schlägt, dass man halt eben das da bearbeitet. So, Signature habe ich jetzt mal gespeichert. Das kommt hier.
Achso, er hebt noch hoch. So, jetzt, wenn die Anzeige zum Beispiel gelb ist, bei dem Brustkorb, dann heißt das, ja, die Brust ist etwas bearbeitet. Ah, cool. Ja, es geht von grau, heißt, ist noch alles in Ordnung. Gelb dann schon, ist schon etwas beschädigt. Orange ist, ist schon kritisch und rot ist total im Arsch. Ja, ich probiere jetzt erstmal so die ganzen Moves von CM Punk aus und überlege mir dann praktisch eine Taktik, wie es ein Körperteil sehr schnell beschädigen kann. Wahrscheinlich werde ich mich auf den Kopf konzentrieren, weil das GTS eben den Hauptschaden auf den Kopf macht. So. Kannst du jetzt ziehen? Nee. Okay, sobald. Okay. Brust ist schon auf Orange. Was mache ich hier drauf? Schon. Wieder einen schönen Kopfmove gesehen. Hier geht auf die Beine. Da auf den Schädel. So. Okay. Ich versuche jetzt mal kurz wieder auf den Boden zu holen. Weil jetzt kannst du den Anaconda Vice einsetzen. Der geilste Aufgabegriff ever, finde ich. Ich finde den Aufgabegriff so genial. Also, ich hoffe, er setzt ihn mal wieder ein bisschen mehr ein. So. Chef. Ist wieder Rope Break. Schade. Machen wir nur bis 3. Einen kann man es vormachen. Ja, und Jeff Hardy ist jetzt ganz schön beschädigt. Also es geht eigentlich recht fix, wenn man so die Moves der Wrestler kennt. Und die Anzeige füllt es auch immer mehr auf, je mehr Schaden das an den Wrestler verursacht, ne? Zack, auf den Kopf, er blutet. Und Anaconda weiß. Gib auf, Hardy. Er gibt auf. Schön. Das gefällt mir doch. Okay, bis jetzt passiert noch nichts so Spannendes. Das wird sich aber jetzt verändern. Mal hoffen das. Man hat hier immer die Meldung zum Speichern, aber das meine ich. Speichere dann halt nur ab, wenn ich das Let's Play dann beende. Für den Teil. Also wenn meine Aufnahmen beende, ne? Ups. Ich hab leider ECW-Intro gecuttet. Aber, CM Punk ist da. You pulled out a lucky win last week, Punk. Das ist Glück. Someone once told me, if you're good, you don't need luck. I doubt you're good enough to beat me again. I'm standing right in front of you. If you feel lucky. This is ECW. We solve disputes the extreme way. If you two want to go at it again, what about an extreme rules match tonight? Yeah. I'll give the winner a shot at my ECW championship at the Royal Rumble. Let's do it. I'm in, but just know this, Jeff Hardy. When I go extreme, I don't hold back. Geil. Ja, Extreme Rules Match ist ein einfaches Hardcore-Match. Hinweis: Wenn es hier wirklich extrem sein will, sollte ich Jeff Hardy durch eine Tischplatte rammen. Das ist ein Tisch, hört sich gut an.
Ja, Jeff Hardy. Viele haben auch gemeint, dass das kippen kann, die Auftritte. Aber ich will es nicht. Ich will es einfach nicht, weil ich will nur kurz den Anfang immer hören. Ich finde es schön einfach. Weil ich finde, die ersten 5 Sekunden eines Auftritts von einem Wrestler müssen schon ganz besonders sein, weil das eben der Wiedererkennungswert ist. Und hier kann ich hier auswählen, welche Waffen ich wählen kann. Ich nehme mal hier eine Gitarre. Ich bin mal Jeff Jarrett like. So. Ich nehme mal John Candlestick. Jetzt bin ich mal Sandman. Ah, kann du das in den Griff nehmen? Ah doch, schön. Wenn man, hier hat jeder Wrestler so, so seine eigene Klasse. Das heißt, CM Punk ist zum Beispiel eine extreme Klasse, die dann mit den Waffen halt, Griffmoves machen kann. Dann gibt's noch den High Flyer. Powerhouse, Brawler. Zünd mal an. Against the winner of this match. Not at all, Joey. Tommy's a proud competitor and he knows he's schon first machen. Just remember, whoever comes out on top. Und diese Waffe sieht dann extrem viel ab. Nein, das wollte ich nicht. Ein Tisch. Also Tisch und da. Egal. Nehme ich mal eine Leiter mit. Kommst du, Chef? Ach, stimmt, die müssen ja. Das ist vergaß. So. Und ja, wenn der jetzt so halt am Kopf sehr angeschlagen ist, dann dauert es halt auch für ihn, bis er wieder aufsteht. Und was cool ist, er hält sich auch sehr am Kopf fest. Das heißt, mir tut was am Kopf weh. Also, das ist schon ein bisschen cool gemacht eigentlich. So, Table Finisher. Und was zeige ich hier drauf? Ein DDT? Schön. Und jetzt einfach Pin. Und ich habe das eigentlich schon gewonnen. 1, 2, 3. Pretty easy. Jeff Hardy hat keine Chance. Will man einen richtigen Gegner haben. Gesund werden. Hat Jeff Hardy Move gegen mich gemacht? Never. Bonusfreistand. Rammer, Jeff Hardy und Josh. Ja, haben wir. Alternativ Road to WrestleMania Outfit. Goal! Na, mal sehen, was jetzt so passiert. Das Intro werde ich jetzt mal lassen. Against some very stiff competition.